Ja, hallo, ist wieder 83 Gamer und ich wollte heute euch mal zeigen, wie man mit GIMP Bilder zu 16 zu 9 macht für den PS3 Scenes bei Liedern. Und zwar ja, fragen sich bestimmt viele Anfänger, ja, wie mache ich das denn? Wie bekomme ich ja, im Bild eben halt in 16 zu 9. Ja. Hier haben wir natürlich hier, das habe ich schon selber designt. Und zwar, wenn ich jetzt hier hingehe, nehme jetzt ein Bild, das nicht 16 zu 9 ist. Okay, das war jetzt 16 zu 9. Ja, ich schreibe dir das. Wir fragen dich jetzt natürlich. Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel hingehen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild, was immer halt anders ist. Dann steht da, dass ihr das Bild in 1920 mal 1080 Pixel haben müsst. Ja. Dazu gehen wir nach GIMP. Suchen uns ein Bildchen. Oder beziehungsweise das, was ihr eben halt in 16 zu 9 haben wollt. Was nehmen wir denn da? Gehen wir erstmal da rein. Wollen wir zuerst mal von FC Schalke. FC Köln hier. Ja? So, dann geht ihr hin, Bild, skalieren. Dann müsst ihr diese komische Kette, die da dran ist, wegmachen. Weil wenn ihr diese nicht wegmacht, dann verstellt sich das mal automatisch. Wenn ihr oben was eingibt, dann verstellt sich das automatisch unten. Wenn ihr das wegmacht, passiert das nicht. Dann geht ihr hin, 1920 mal 1000. 80. So. So ist schon mal so, so 16 zu 9. Geht hin, speichern unter. Was nehme ich jetzt einfach mal hier, irgendwas schreibe ich da jetzt mal hin, kriege Krackel. So, speichern. Dann geht ihr wieder zum Bild wieder hin. Sucht euch das Bild raus. Muss man es jetzt eben finden. Was das Problem ist. So, da haben wir es. Zeig ab das 16 zu 9. Hier ist genau das gleiche hier bei SD. Kann man auch genau das gleiche Bild nehmen, was ich gerade genommen habe. Da sagt er euch auch, dass ihr das Bild in 640 mal 480 haben wollt. So, das habe ich schon getan. In 640 mal 480. So. Zack, habt ihr das schon mal. So. Und wenn ihr dieses Bild haben wollt, oder beziehungsweise dieses Bild auch da drin haben wollt, geht ihr einfach hin, macht euch das Bild hiermit. Ja. Ja, und nachher, wenn ihr das, ja, das Team erstellt habt, könnt ihr zum Beispiel hingehen, da wo ihr euer Team hingemacht habt,
also gespeichert habt, geht ihr einfach hin und guckt einfach, wo das Bild hier drin ist. Das müsste ja irgendwo sein. Hier. Geht ja auch hin mit GIMP. Und verkleinert das einfach. Und zwar. Bei diesen Bildern braucht ihr eine Pixelzahl von 64x64. Alles, was größer ist oder kleiner ist, wird von diesem Programm nicht angenommen. Ich kann euch das mal demonstrieren. So, Bild zu groß. Das Bild wird nicht angenommen. Denn ihr braucht damit nicht 64x64. Das ist glaube ich mit den ganzen Bildern hier. Kann ich euch auch mal zeigen. So. Es braucht zum Beispiel eine Größe von 128x128. Dies könnt ihr auch, ja, könnt ihr auch mit GIMP vergrößern oder beziehungsweise verkleinern. Und zwar, es gibt ja tausende von Seiten, wo ihr sowas kriegen könnt. Also ich habe ja auch hier, das ist jetzt falsch. Ja, ich habe ja auch hier Sachen, die eben halt, ja, genau auf die Größe entspricht, wenn ihr das jetzt seht. Die haben manchmal, oder manchmal müsst ihr das einfach auch verkleinern. Ja, gehen wir einfach mal hier drauf, öffnen das. Ja, das ist jetzt ziemlich groß. Geht's ja auch wieder auf Bild skalieren. Die Kette da wegmachen und dann 128 mal 128. Und zack, habt ihr das auf der Größe. Gehen wir hin, Datei speichern. Speichern so. Ja, dann können wir zum Beispiel hingehen. Gucken, habe ich das jetzt gut gespeichert? Okay. Das ist jetzt wieder Staub. So, hier haben wir das Icon. Zack, ist es dran. Dann könnt ihr jetzt auch testen, gucken, wo das ist. Ein bisschen da oben habt ihr das. Okay. Also wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann ja, schreibt mich an. Schreibt mir eine YouTube-Mail. Ich bin dann weg. Bis dann.